Ja, das hätten sich wohl die wenigsten gedacht. Sturm Graz stolpert über Nachzügler Altach. Damit bleibt der Start ins Fußballjahr 2021 ein holpriger. Ich begrüße Sie zu deinem Verein SK Buntigammer Sturm Graz mit Manuel Ortlechner an meiner Seite. Servus, hallo. Manuel, was ist denn der Hauptgrund, dass Sturm Graz im Regen von Altach so richtig ausgerutscht ist? Oh, ich denke, da gibt es nicht nur einen Grund, sondern viele Gründe. Ich werde überhaupt generell aus diesem Start in das neue Jahr nicht ganz schlau, aus dem, was uns die Grazer momentan servieren. Aber natürlich war das speziell das Spiel gegen Altach schon so, dass da einige Faktoren auch dazu geführt haben, warum vielleicht in diese Richtung gekippt ist das Spiel. Ich würde zu viel auch über Schiedsrichterentscheidungen sprechen, aber es hat schon einen maßgeblichen Anteil gehabt. Ja, es war richtig was los. Du hast das jetzt schon ganz kurz angedeutet und deshalb fasst David Eder das Wichtigste jetzt noch einmal für uns zusammen. Weg mit dem Frust, her mit den Punkten. Der SCR Altach erkämpft sich gegen Sturm den ersten Sieg im neuen Jahr. Die Führung gibt's für Sturm in der 21. Minute nach dem schlechten Abschlag von Kobras. Netzer, der den Ball nicht klären kann. Friesenbichler bekommt zu viel Zeit. Und aus dem Rückraum kommt Andreas Kuhn. Macht das 1:0 für die Grazer. Er erzielt sein erstes Bundesliga-Tor für Sturm. In der 35. Minute ein Freistoß für die Altacher, ausgeführt vom starken Turnwald. Da ist Netzer, das ist das 1:1. Philipp Netzer mit seinem ersten Saisontor. Aber die Grazer reklamieren, der war doch vorne. Und ja, Netzer war tatsächlich vorne, nicht erkannt. Die Abseitsstellung vom Assistenten, damit der glückliche Ausgleich für Altach. Kurz vor der Pause Fischer, der sich durchwuselt, den Ball vor die Beine bekommt mit viel Spielglück. Und dann steht es 2:1 für die Vorarlberger. In der Entstehung wieder Turnwald beteiligt. Wüthrich schießt Nemeth an, aber Fischer setzt nach und macht das 2:1. In der zweiten Hälfte versucht Sturm alles noch mal ranzukommen. Baller hat die beste Möglichkeit, aber Sturm bleibt ohne Schuss aufs gegnerische Tor nach dem Seitenwechsel. Es bleibt beim 2:1. Die Altacher holen sich mit etwas Spielglück, aber vor allem durch einen leidenschaftlichen Auftritt die ersten 3 Punkte im Jahr 2021. Gefühlsmäßig ist immer schwer. Ich glaube, wir haben immer oder fast in jedem Spiel eine Halbzeit dabei gehabt, wo wir gut waren und eine, wo wir eher weniger gut waren. Ich glaube, dass wir, wie gesagt, heute ja, Anfangsphase sehr präsent waren, sehr, ja, wuchtiger in die Duelle waren, ein, zwei Chancen auch gehabt haben, dann in Führung gegangen sind. Und du darfst dann auf keinen Fall so ein Spiel so aus der Hand geben, wie es wir gemacht haben. Ja, Standards besser wegverteidigen, beziehungsweise gar nicht zustande kommen lassen. Und wie gesagt, zweite Halbzeit haben wir eh alles versucht. Es ist halt dann einfach nichts gegangen. Ja, ich glaube, das trifft es ganz gut. Manuel, es ist einfach nichts mehr gegangen. Also Fehlentscheidung hin oder her. Natürlich war Philipp Netzer beim Ausgleich im Abseits. Aber eine Mannschaft wie Sturm, die ganz vorne mitmischt gegen eine Mannschaft wie Altach, die offensichtlich gegen den Abstieg kämpft, da kann man schon das anders dann auch lösen, oder? Ja, das stimmt. Aber trotzdem geht es ihnen, glaube ich, nicht so leicht von der Hand wie gefühlt noch im Herbst. Das haben die letzten 4 Spiele gezeigt. Man muss auch viel mehr aufwenden, denke ich, um auch Spiele erfolgreich zu bestreiten. Und man darf nicht vergessen, die Altacher haben wirklich sehr aufopferungsvoll und mit unfassbar viel Energie auch in der zweiten Halbzeit auch das Ergebnis verteidigt. Unglücklich finde ich auch, ist kurz vor der Pause natürlich die Entstehung des zweiten Gegentreffers. Also das ist ja auch etwas, wo ich sage, an diesem Tag haben bei den Gegentreffern echt viele Dinge dazu geführt, die man auch schwer beeinflussen kann, warum man Gegentreffer erhält. Und zweite Halbzeit, ja, hat man viel versucht. Aber man hat auch gemerkt, dass man kreativ nicht das zutage gebracht hat, was man vielleicht auch gewohnt ist. Und nur 2 Spiele im gesamten Spiel direkt aufs Tor, das ist dann eigentlich auch zu wenig, dass du eigentlich so ein Spiel gewinnst. In Altach hat es ja stark geregnet an diesem Samstag. Welche Rolle, glaubst du, hat eben dieser rutschige Boden und dieses nasskalte Wetter auch gespielt? Das hat für mich nicht nur der Samstag gezeigt, dass du einfach die Spielweise auch den Gegebenheiten anpassen musst, sondern ich erinnere an ein paar Spiele, die es unter der Woche gab, wo phasenweise Schneegestöber, Schneematsch war. Das ist ein gutes Beispiel. Da die Admira, super erste Halbzeit gegen die Austria. Dann kam der große Schnee, dann haben sie so versucht, weiter Fußball zu spielen. War nicht möglich und sind ins offene Messer gelaufen. Und so ähnlich war das jetzt auch, finde ich, gegen die Altacher. Die haben sie eher an diese Gegebenheiten angepasst. Auch sehr clever, ist auch ein legitimer Weg natürlich. Und deswegen haben sie auch nicht ganz unverdient vielleicht auch die 3 Punkte entführt und die brauchen es auch sehr notwendig.
Ja, was für ein Sturm jedenfalls steht, ist ein relativ mühsamer Start in dieses Frühjahr. Wir haben da ein paar Fakten und Daten zusammengesucht. Es gibt schon 2 Niederlagen im Jahr 2021. Das sind mehr als im gesamten Herbst 2020. Man ist seit bereits 3 Bundesliga-Auswärtsspielen sieglos und hat 2021 im Schnitt 1,8 Gegentore pro Spiel kassiert. Im Herbst 2020 waren es nur 0,4. Manuel, du hast es schon angesprochen, du kannst es dir auch nicht so ganz erklären, warum dieses Werkel nicht so richtig läuft. Nein. Aber such mal einen Erklärungsansatz. Nein, nicht ganz erklären würde ich nicht sagen. Also ich sage, ich werde nicht ganz schlau aus den aktuellen Ergebnissen. Ich bin ein bisschen auch bei meinem Expertenkollegen Marc Janko. Ich glaube auch, dass man im Herbst einen guten Fußball gespielt hat. Ergebnistechnisch war das echt... Viel mehr war nicht mehr möglich, aber es hat auch nicht immer der Realität entsprochen, so fair muss man auch sein. Und plötzlich hat man sich in einer Tabellenregion befunden, wo ich denke, auch wenn man auf einem sehr guten Weg der Entwicklung des Clubs generell ist, war es vielleicht ein bisschen zu schnell auch dort, dass man sich befunden hat. Und jetzt befindet so eine leichte Korrektur statt, das ist auch völlig normal. Und da denke ich, dass man langsam dorthin findet, wo ich die Grazer momentan auch sehe. Und das ist jetzt nicht, dass ich sage, sie haben überperformt, das würde ich gar nicht sehen, sondern ich glaube, dort, wo Sturm Graz momentan steht, da gehören sie auch jetzt momentan mit dem aktuellen Leistungsvermögen hin. Darum ist es auch eher normal, dass sich die Ergebnisse langsam anpassen, aber die Entwicklung ist positiv. Was sagst du zu diesem Wert, dass man eben ja nur 0,4 Gegentore bekommen hat, die Defensive so dieses Aushängeschild schlecht hin war im Herbst und dass es jetzt einfach doch deutlich mehr sind? Ja, klar, wenn man mehr Gegentreffer erhält, dann wirkt sich das auch auf die Ergebnisse aus. Das ist jetzt aktuell auch der Fall. Man hat es wie keine zweite Mannschaft im Herbst verstanden, keine Gegentreffer zu erhalten. Auch da in dem geschuldet, dass Jürgen Siebenhandel überragend gehalten hat. Dann ist auch der Faktor Glück, spielt oft eine Rolle. Das hat man jetzt in diesem Spiel oft gesehen. Du kannst ja nichts machen, wenn der ins Tor köpfelt und der Schiedsrichter gibt es, obwohl es eigentlich abseits war. Beim zweiten Gegentreffer hat man auch sehr gut gesehen, da ist der Faktor Glück, wie im Pinballspiel, ist der de facto wieder zurückfallen zum Manfred Fischer. Das kannst du einfach auch schwer beeinflussen. Und wenn die Phase gerade so ist, dann muss man es auch akzeptieren. Aber man muss weiterarbeiten. Und das macht man eh. Man muss klar im Kopf bleiben. Aber ich glaube, die Beteiligten wissen das ja eh alle. Und man soll sich jetzt auch nicht zu viel auch mehr mit diesem Spiel und den Schiedsrichterentscheidungen beschäftigen. Da wären wir falsch beraten. Ja, vor allem, was du ja gerade vorhin auch schon angesprochen hast, man ist ja immer noch auf Platz 3 in der Tabelle, steht also richtig gut da. Und einen riesengroßen Anteil daran hat natürlich das neue Trainerteam, das eben seit dem Herbst bei Sturm am Werkeln ist. Und einen von Christian Ilzers Co-Trainer, nämlich den Uwe Hölzel, haben wir mal besucht, um ihn ein bisschen näher kennenzulernen. Huch bei Weiz über dem Apfelstadion. Hier hat alles begonnen für Christian Ilzer und seinen Co-Trainer Uwe Hölzel. Der langjährige Assistenzcoach war anfangs sogar noch Spieler unter Ilzer. Ja, zum Schluss meiner Karriere halt, meiner Aktiven, hat mich der Chris überredet, dass ich da noch ein Jahr im Buch anhänge. Ich glaube, ich war 39 damals. Ich habe gesagt, ich habe eine Bedienung. Nur wenn ich Zehner spiele, dann komme ich auf Buch. Ich hatte mir am Anfang erfüllt, aber leider nur ein paar Match, das will ich jetzt erzählen. Er hat geglaubt, dass das ein Freigeist, ein bisschen zaubern da drinnen. Und ja, haben dann die ersten 3 Partien, die waren nicht so wie wir es uns vorgestellt haben. Dann habe ich zu ihm gesagt, Uwe, schau her, du kommst bei den Buben außerhalb so gut an, da hast du mit deiner Persönlichkeit deinen Einfluss auf sie. Brauchst aber nicht mitten am Platz stehen. Du spielst dort, wo du am besten bist, links hinten und von dort weg ist gelaufen. Hölzel eine Bereicherung aufgrund seiner Erfahrung auf und abseits des Platzes. Auch im Trainingslager, ich war dort Trainer, bin schlafen gegangen, wie halt ein Trainer vorbildlich dann geht im Trainingslager und Uwe mit 39 ist mit den jungen Buben abgerissen in der Nacht und ist noch in irgendwelche Lokalitäten oder was weiß ich, was du überall weißt. Ist dann einer ist auch hinterfragt. Ja, wenn er halt ummag bei Nacht sagt, nicht? Ja, das ist auch die Aufgabe eines Führungsspielers. Der Co-Trainer immer an der Seite von Ilzer, Aufstieg mit Hartberg in die Bundesliga, ganz viel Jubel in Wolfsberg, eine lehrreiche Zeit bei der Austria und jetzt sind sie sehr erfolgreich mit Sturm Graz. Emotionen als Erfolgsrezept des Co-Trainers. Schon eine kräftige Stimme, ich kann sehr emotionalisieren und ich glaube, das pusht die Spieler schon noch einmal. Er war immer, so wie man es steirisch schön sagt, eine richtige Grätzen als Spieler, hat gewusst. Wie die Fußballer denken und ja, von dem her hat er einfach immer in allen
Etagen, die wir dann zusammen verbracht haben, auch gewusst, wie man Spieler handelt. Und von dem profitiere ich nach wie vor. Ilzer und Hölzl seit ihrer Zeit in Buch bei Weiz nur als Duo vorstellbar. Wo das wohl noch hinführen wird? Ja, zwischen den beiden, da passt die Chemie einfach. Orti, wie wichtig ist es denn, wenn man als Trainer immer so weiter und weiter zieht, und Christian Ilzer hat jetzt auch schon die ein oder andere Station hinter sich, dass man da einfach immer einen dabei hat, dem man zu 100% vertraut und der einen begleitet? Ich glaube, das ist auch der springende Punkt. Also, wie gesagt, du brauchst jemanden an deiner Seite, dem du vertrauen kannst. Das ist oft auch nicht immer einfach, dieses Profigeschäft. Da lauern einfach auch sehr viele Gefahren. Uwe ist da sehr, sehr loyal auch ihm gegenüber. Ich glaube, dass das sich gegenseitig auch irgendwo befruchten und sie gegenseitig auch weiterentwickelt haben. Das ist auch ein entscheidender Punkt, dass man auch willig ist, sich weiterentwickeln. Er spricht die Sprache der Spieler. Ich denke mal, als Co-Trainer ist das fast noch wichtiger als Trainer, weil du einfach auch oft noch näher dran bist, noch mehr Verbündete, eher Gehör vielleicht auch noch mehr findest, dass der Spieler etwas mitteilt, egal ob privates oder was auch immer. Deswegen denke ich, dass die Kombo sehr, sehr gut auch zukünftig funktionieren wird. Ja, und bevor es für Uwe Hölzl und Co. dann in der Meisterschaft wieder weitergeht, gibt es zuerst den Cup gegen Drittligist Vienna. Welchen Stellenwert hat denn für Sturm auch der Cup, wenn man jetzt eben an die internationalen Plätze denkt? Ja, auch sehr wichtig natürlich. Man kann da Abkürzungen nehmen, aber die Wiener weiß ich, weil ich da sehr nahe dran bin, das ist ein sehr unangenehmer Gegner. Das ist keine klassische Drittligamannschaft oder Viertligamannschaft, sondern da muss man auf der Hut sein, aber das wissen sie. Mit einer konzentrierten Leistung, aber sollten sie eigentlich drüber kommen. Ja, Dorte, wir haben noch eine Neuigkeit zu verkünden. Es gibt einen Transfer bei Sturm Graz, und zwar verlässt Emeka Ese den Verein, wechselt in die zweite türkische Liga zu Ankara. Das Neueste von den Grazern. Manuel, danke fürs dabei sein, danke für deine Expertisen. Ihnen danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal bei Dein Verein SK Buntigammer Sturm Graz.